Jo Jungs, was geht, was geht? Wenn ihr in Zukunft Bock habt, bei solchen Videos mitzuwirken, beziehungsweise einen RP-Server sucht, wo ab und zu auch mal lustige Scheiße passiert, so wie ihr in diesem Video sehen werdet, dann könnt ihr natürlich liebend gerne auf GrandRP joinen. Link dafür ist ganz oben unten in der Videobeschreibung. Und nun viel Spaß mit meinem ersten Tag als Polizist. Oh, mein Inventar, ich hab den Geist. Aua. Oh nein, meine Maus ist mitten in meinem Bild. Was ist denn das? Aua. Hey, ich sehe meine Maus. Was ist das für eine Scheiße? 2000 Jahre später. Ich hab's gefixt. Doch. Ich bin da. Jetzt ist alles gut. Du hast mir eine Banane gegeben. Nee, ich hab den Geist gegeben. Gute Banane. Ein Geist? Kann ich denn das benutzen? Draufklicken und benutzen. Warte, das muss ich draußen machen. Nee, oder? Das ist so schlecht. Was ist das? Ich glaube, das macht Sinn, wenn du hier so hinter so einer Mauer stehst. Ja, okay. Ich wollte mich eigentlich erst umziehen als Copper, ne? Wir gehen gleich zusammen ins Polizeistation, setzen uns die originale Cop-Kleidung, damit die auch original aussieht wie Cops. Und wir brauchen noch ein Codewort. Wir brauchen ein Codewort, um die Autos despawnen zu lassen. Ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, was wir tun. Also, guck mal, wir gehen in Hoods rein. Wir machen einfach Stress. Und wenn die uns dumm kommen, dann nehmen wir die Autos weg. Ein paar Sekunden später. Juckt das gar nicht. Mal ein, kommt mal mit. Wir gehören einfach schon dazu. Hier sein, genau. Ihr kleidet euch jetzt ein, am besten so uniformmäßig und geil, wie es kommt, ja? Einfach hier die normale Uniform nehmen, oder? Diese Garderobe ist für das andere Geschlecht, Digga. Also du willst mich ja wohl verarschen. Hä? Keine Ahnung. Ja. Egal. Was ist mit dem? Gut, dann. Ey, du Drecksack, stopp! Ich geh raus. Guck mal, das ist schon unser erster Kandidat, ne? Ja, nein. Ja, hat sich ausgespielt. Ja, okay, wir brauchen einen Dienstwagen. Ganz dringend. Dann machen wir ein bisschen Ritter. Streife, oder? Das gibt Disziplinarstrafen. Sie kommen nachher in mein Büro. Würden Sie vielleicht woanders betteln? Aua! Disziplinarstrafe! Gibt's hier ein Problem, Reins? Hallo? Oh, hier ist mir zu viel los. Oh, nee. Wo gibt es unseren Dienstwagen? Abtreten. Danke. Warten Sie. Herr Veto, abtreten. Endlich, verpiss dich. Punkt. Nur weil Sie aufpisst, Sie wurden falsch abgerankt. Nee, ich bin mehr als du denkst. Hallo? Was wird denn das hier? Herr Luther, Herr Parulo, Herr Veto, jetzt zischen Sie ab. Meine Fresse. Sie werden hier getasert. Zischen Sie ab jetzt. Ja. Haut doch ab, was ist denn euer Scheißproblem? Meine Güte. Wer sind Sie denn? Warum tasern Sie denn jetzt? Das ist alles letzte Chance. Geht doch bitte einfach. Verziehen Sie sich. Jetzt gerade so. Abfahrt. Geht bitte einfach. Hör auf zu heulen. Gut, dann hätte man das trotzdem sagen können. In einer anderen Form. Herr Winkler, jetzt ist kommt doch gut. Kommt jetzt bitte. Nee, der kommt hier hoch, ich fass es nicht. Er kommt hier hoch, Maria. So, Abfahrt jetzt, Herr Lopez. Es reicht. Was ist denn jetzt hier los? Wer sind Sie Abfahrt, überhaupt? Abfahrt, weg. Hallo, Herr Winkler. Wer sind Sie überhaupt? Weg mit euch. Runter. Sie eine kleine Spende Abfahrt. Für einen kleinen Afrikaner. Letzte Chance, runter jetzt. Maria, bitte entsorge den Müll. Bring den Müll raus. Aua, nein, geh doch schon, aua. Herr Lopez, Herr Reins, Mahone und Herr Vendetta. Komm mal kurz mit. Geht doch bitte einfach weg. Verziehen Sie sich. Doch. Ey, Jim, bitte. Ja. Ich gehe gar nicht weg, ne? Ey, hören Sie doch mal auf, hier rumzutasern, Herr Winkler. Ist doch ganz gut, oder was? Es reicht jetzt. Könnt ihr jetzt bitte einfach weg? Nein, machen wir nicht. Doch, Alter. Kannst du vergessen? Oh. Nein. Doch. Mr. Lopez, Sie folgen mir jetzt bitte einmal, okay? Hallo, es reicht. Cisco. Wir lieben dich! Diese scheiß Fanboys, ey, diese scheiß Fanboys. Cisco, dir geht's gut. Herr Trinkmann. Herr Winkler, ein wunderschön. Herr Trinkmann, ich habe mal eine Frage. Sie sind ja schon länger im Dienst, richtig? Ich würde jetzt mal angenommen, ich würde jemanden festnehmen wollen. Ja. Wie genau funktioniert denn das? Z-Muskel. Ja, genau. Und der mit dem X-Muskel kannst du den hin und her ziehen. 12 Sekunden später. Nein! Winkler, bitte, es tut uns leid. Winkler, es tut uns leid. Winkler. Nein, bitte. Tun Sie nichts Falsches hier? Übertreiben Sie jetzt, bitte. Okay, ich komme freiwillig. Bitte übertreiben Sie nicht, bitte. An die Kante? Was ist meine Lieblingszahl? 8. War leider falsch. Ich habe mich um das Gesindel gekümmert. So, wir sind jetzt erstmal unter uns. Gibt es hier immer noch Probleme? Haben die Herrschaften sich beruhigt? Jungs, bei allem Respekt, Herr Hopper. Aber es wird gerade gefragt, ob wir uns beruhigt haben. Ja, genau, das ist richtig. Herr Winkler, Sie fangen gerade rumzutasern. Wir haben gerade nur Ihnen gesagt, dass Sie noch die falsche Kleidung anhaben. Hallo. Und wollten Sie darauf hinweisen. Parulo. Ja, und Sie benehmen sich hier wie die Axt im Wald. Das ist mir scheißegal. Halten Sie jetzt einfach die Schnauze und gehen Sie zurück aufs Revier. Los, jetzt machen Sie Ihren Job. Und hören Sie auf, hier rumzuquengeln. Ja, ich hoffe, dass er sich auf der Straße so nicht benimmt, weil sonst ist morgen unser Ruf ganz im Arsch. Machen Sie jetzt Ihren Job und hören Sie auf zu heulen.
Super, haben wir das geklärt. Ich bin froh. Aber wir brauchen noch ein Codewort fürs Auto entfernen. Also mal angenommen, Banane. Ich würde wollen, dass... Wenn, okay, ich sag dann irgendwas mit Banane und dann wird das Auto von der Zielperson einfach gelöscht. Nein, der Rollerfahrer nicht. Nee, nee. Nee, der Wagen gerade eben hier, der Lieder, ne, da. Oh nein. Ich hab wirklich nach hinten geguckt. Geht ich schwöre. Hut daher. Herr Rollerfahrer, es tut mir wirklich sehr leid. Ich hab kurz in den Rückspiegel geguckt. Ich nehme an, es geht ihm gut. Alles klar. Er ist ein bisschen geschockt. Ist natürlich sehr schlecht. Oh! Oh. Oh, 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 oh. Was ist denn hier passiert? Was war denn das jetzt? Haben wir halt dann so platt gemacht. Wer hat wen platt gemacht? Die Roten hier. Die Roten? Ja, komm, wir gehen mal vorne. Assalamu alaikum. Ich würde gerne einmal mit dem Chef sprechen. Wo ist der Chef? Wir sind hier gerade vorbeigekommen. Wir sehen hier zwei unbewusste Personen. Wir müssen denen helfen. Wir können die jetzt nicht liegen lassen. Das ist ihnen klar. Wie kommt denn das, dass ihr heute ins Ghetto reinfahrt? Man sieht euch doch sonst so selten hier. Naja, wir schauen einfach mal rum, ne? Ob alles hier auch so seine Richtigkeit hat. Ja, genau deswegen. Also, was macht jetzt die Fahrradpolizei hier? Fahrradpolizei? Schauen sie aus, auf jeden Fall. Jim, komm mal mit. So, jetzt Hände auf den Kopf. Sie sind hier in unserer Hauptstadt. Dame? Sie sind in unserem Hauptquartier. Ja. Hände auf den Kopf, jetzt alles zusammen. So, jetzt vor euch, würde ich behaupten, wa? Hände hoch, sofort. Jungs, das würde ich nicht tun. Das würde ich nicht tun. Also der Rest des Abends könnte sehr unglücklich verlaufen, wenn ihr uns jetzt irgendwie eine Kugel verfasst. Ich glaube, irgendwas passiert gleich. Ich glaube, irgendwas passiert. Ach, ich habe sie gewarnt. Nächstes Mal bisschen... Nein, Kollege. Nächstes Mal... Okay, wir gehen. Wir gehen. Maria, komm. Rein hier. Das war gerade der falsche. Das war ja super, Jim. 5 Sekunden Zeit, ne? Spawn mal bitte 3 Panzer. 1 Minute, 37 Sekunden später. Sorry, falscher Ort, falsche Zeit. Ja, Sigma, Reichweite gar nicht. Ich sehe das so. Spaß. Ah, so, super. Ah, das ist natürlich jetzt unglücklich. Ist alles gut bei euch, Jungs? Was ist hier? Alter. Den Porsche holen wir uns, oder? Wollen wir rechts ranfahren, der Porsche rechts ranfahren. Der will nicht hören. Verfolgungsjagd. Ja. Hat sich ausverfolgt. Aber das sieht mir nach einem Totalschaden aus, ne? Also eigentlich kann der nicht mehr weiterfahren. Kollege, Totalschaden, hallo, du kannst nicht weiterfahren. Die Polizei hat gar keinen Sinn. Bete mal bitte, okay? Oh, ich bete. Wa-ta-ala-ala-wa-ala. Juckt ihn nicht. Hallo, wollen Sie vielleicht nochmal probieren weiterzufahren? Ja, kann mein Headset. Herr Winkler wird die weitere Korrespondenz mit Ihnen handeln. Auf geht's. Bist du dumm? Was hörst du in mich? Ich glaube, wir sollten mal kurz an den Rand, ja? Können wir uns mal bitte, können wir bitte da hinstellen? Schönen Tag noch. Nö, ich bin neu hier, halt nicht so lange. Das kann doch nicht wahr sein, Mensch, verpisst euch! Geht jetzt. Tschüss. Sorry, ich wollte nur fragen, ob ich hier nein, verletzt. Nein, du fragst nein, nichts. Nein, weiter. Verpiss dich oder steck dich in den Knast für einen Monat. Bananenbrei. Bananenbrei. Hier, ganz großer Bananenbrei. Da. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das kann ja wohl echt nein, nicht wahr sein. Bananenbrei. Bananenbrei. Was Bananenbrei. Was Bananenbrei. Bananenbrei. Jungs. Bananenbrei. 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 Nein. Jim. Bananenbrei. Da vorne. Bananen. SOS. Aufnahme. Einmal eine Frage, wo schickst du die denn überhaupt hin? Keine Ahnung, in die Garage, wo die Autos. Ach so, du weißt es selber nicht. Also wir sind ganz hey, der gut Typ, mit der lernt das würden nicht, wir ne? gerne so beibehalten. Bananenbrei, Bananenbrei. Willst du mir jetzt eigentlich okay. noch weiter auf den Sack gehen, den ganzen Abend, oder? Warum denn? Bananen. Sag mal, sie tätern einen FIB-Mitarbeiter, sag mal, geht's? Schönen Abend noch. Jetzt ist der ohne sein Ort. da ist kein Fahrer auf dem Fahrrad, ne? Doch, ist einer. Nochmal. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt ist keiner mehr drauf. Jetzt kann ich ihn sehen. Ich habe sie nicht gesehen. Schmerzensgeld und zwar sofort. Ich habe sie ja, wirklich dann, nicht gesehen, ne? Genau, Schmerzensgeld. Jim, erinnerst du dich noch, als wir die Straße hier abgesperrt haben? Du hast nicht zufällig den Namen im Kopf von dieser Rampe. Es gibt ja wirklich eine spezielle Rampe, ne? Das ist ein einziges Model, eine Rampe. Die Stunt-Rampe? Ja, genau. Doch, hab ich im Kopf. Könnten wir die nicht hier auf eine lange Gerade stellen? 20 Minuten später. Oh ja, genau so. Jo. Oh ja, oh. Das ist böse. Das ist sehr böse. Warte, ich glaube, ich stelle mich dann tatsächlich irgendwie hier hin. Dann gucken wir mal. Ja!
Komm, ja. Komm mal mit auf den Berg da hoch. Komm mal mit auf den Berg da hoch. Den Berg. Und tschüss. Also, diese. Die Rampen. Die Rampen, die spawnen halt zu spät. Die sehen das halt gar nicht kommen. Ja, wie könnte man das denn noch erweitern? Wie könnte man das denn noch verschönern? So ein Loop, dass die in die andere Richtung fliegen, wieder zurück. Ich kletter noch ein bisschen höher. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Oh, ach du Scheiße. Oh, Der hat's nicht verstanden. Das ist ein bisschen sehr die groß. Die fliegen alle dagegen. Jetzt. Schafft das? Nee. Sechs. Setzen sechs. Und? Der schafft's. Ui. Ja, die kriegen es hin auf jeden Fall. Läuft bei denen. Hoppa, es ist wunderschön geworden. Das ist Kunst. Das ist einfach Kunst. Also ich könnte mir das echt stundenlang angucken, tatsächlich. Waffenbesitz. Ja, ich mach ihn gerade voll fertig, ich muss noch sein Bus gehen. So, erst rauslassen, Jungs. Nee, erst reinlassen. Ja. Erst rauslassen. Moin, Kollege. Moin. Was machst du hier drin? Naja, was soll ich hier drin machen? Wie bist du hier gelandet? Ja, ich habe aus Versehen das H-Wort benutzt. Das H-Wort? H. Welches? Das darf ich nicht sagen, das H-Wort halt, das ist, was auf Mutter geht. Verstehe ich nicht. Ich wollte halt hier langfahren und dann bin ich halt überfallen worden und dann habe ich aus Versehen das H-Wort benutzt und dann, ja, jetzt bin ich hier drin 64 Minuten noch. Das ist schlecht. Aber die denken auch, die können sich alles erlauben. Wie? Wer kann sich alles erlauben? Kommen wir jetzt rein? Hey, was geht? Achso, bei mir ist der Herr drin. Kannst du irgendwie helfen? Nee, ich soll hier warten eben kurz, weil die FID-Agents haben Fehler gemacht irgendwie, ich weiß es nicht. Die Agents haben Fehler gemacht? Warum werde ich jetzt getasert? Hallo, hä? Warum werde ich getasert? Sorry, Tasern Sie denn hier? Entschuldigung, ich hab hier gerade. Ja, warten Sie mal kurz. Ich hab hier gerade. Ich hab mal kurz mit auf Seite. Polizeigewalt an meinen Kollegen. Cisco, warte mal kurz. Cisco, warte mal kurz, bitte. Alles gut. Also, ja. So, hier bleiben sie dann. Die Handfesseln noch vielleicht? Nö. Tschüss, schönen Tag noch. Hä? Was sind das für Officers? Nein, ich bin.